So, Leute, weiter geht's in Dead Space. Du Wichser, Alter. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Ihr kleinen Mistviecher auch. Halbleiter Gold kann ich nicht mitnehmen, super. Was kann ich denn wegwerfen dafür? Hier können wir durch oder was? Okay, Leute, wir können da durch, aber ihr wisst ja. Ich guck mich immer erst gerne mal ein bisschen um. Oh. Wegschmeißen. Wir können den kleinen benutzen. Ne, können wir nicht. Dann nehmen wir das große dafür mit. Was ist los? Was war das? Achso. Okay, hier hinten ist nichts. Also können wir weitergehen. Da ist ein Shop. Das ist gut. Das ist gut. Jo, dann gehen wir da mal rein. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte schon, der Rollstuhl wäre ein Gegner. 10.000 nur. Oh, okay. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe mit weitaus mehr gerechnet. Okay, naja. Noch einen mehr. Machen wir das, verkaufen wir das. Davon. Ach nee, das lassen wir. Neuen Anzug gibt es hier sowieso nicht. Den kaufen wir für den Rest des Geldes. Kaufen wir für dieses. Wie hieß der Name nochmal? Ist auch egal, ihr wisst ja, was ich meine, dieses Strahlengewehr. So. Die Dinger. Ach komm, was soll's? Die Dinger nehmen wir mit einfach. Was soll das? Warum sollen wir das verkaufen? So viel bringt das nun auch wieder nicht. So, dann machen wir das. Das Impulsgewehr, so hieß es. So, was noch? Den Rick. Den Rick, Stase. Stase ein bisschen die Dauer hoch. Plasma Cutter. Kapazität. Oh, scheiße, jetzt habe ich keinen mehr übrig. Ja, was soll's. Anscheinend gibt es sowieso in diesem DLC nicht diese Räume, wo du. Oh nein! Nicht diese Viecher. Die sind. Oh, nicht diese Viecher. Die sind zwar. Ultra geil designt. Weil die immer so um die Ecken gucken und sowas, das ist richtig geil gemacht. Und sowas habe ich echt vorher noch nie gesehen. Guck da, da! Ja, das ist richtig cool gemacht. Aber die sind auch ätzend stark. Also was heißt ätzend stark, aber die sind flink. Das ist einfach cool. So stumm ist es nicht gemeint. Verpiss dich. Okay, was ist das jetzt? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Glaube ich, mit denen alles einsammeln.
einsammeln. Was geht denn jetzt schon wieder nicht? Mein Gott. Nehmen wir das weg und nehmen das große mit. Da lag doch irgendwas drauf, oder nicht? Ich komme da nicht ran. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite ist die funktionstüchtige Batterie. Oh Gott. Alles schon wieder voll. Also das ist, naja, was soll man machen? Nehmen wir das alles weg. Hier innen ist nichts mehr. Okay, gut. Was ist das? Straße, achso, Straße. Hier sind noch ein paar Schränke, die. Flammenwerfer brauche ich nicht. Guckt euch diese Viecher an. Das ist doch... Junge, boah. Was? Was? Du? Was hast du jetzt da dem entgegenzusetzen? Da ist das nächste Vieh. Unfassbar, unfassbar geil designt. Wirklich. Das war zu erwarten. Das war wirklich so erwarten, dass die jetzt um die Ecke gekommen. Okay, wo ist die Tür jetzt offen? So direkt vor. Oh Scheiße. Erstmal dieses kleine Viecher töten, nicht dass sie. Okay, hat sie sich jetzt befreit oder so? Die können wir beide wegwerfen, die kleinen. Die brauchen wir sicher nicht. So. Junge, Junge. Wähl doch mal das. So, jetzt. Was müssen wir machen jetzt? Ich habe nicht ganz zugehört. Irgendwas müssen wir jetzt von außen öffnen. So. Hier hinten ist nichts. So, was muss ich jetzt machen? Einfach da rangehen wahrscheinlich, oder nicht? Hm. Ach, jetzt zeigt sie mir an. Ist sie über mir was oder was? Hä?
Warte mal. Kurz gucken. Schließe den Schließmechanismus kurz. Ich habe keine Ahnung wie. Ja. Irgendwie Stase wird doch gebraucht hier, sonst wäre doch nicht so viel Stase. Ach da, ich bin doch so bescheuert. Ich laber hier um den scheiß heißen Brei herum und dann ist einfach die Antwort direkt vor meinen Augen. Du Wichser, wer bist du denn? Das letzte. Liebe Vorlex, ich liebe dich. Game! Okay, Leute, das war auch schon das kurze Vergnügen. Ja, wie ist das Fazit von mir? Kann man machen, meiner Meinung nach. Kann man machen, ja. Ist ganz okay gewesen. Natürlich ist es schwer in der kurzen Zeit. Wie lange war das jetzt? Eine Stunde oder was? Oder anderthalb, allerhöchstens. Ja, bisschen habe 560 Microsoft Points bezahlt. Hätte man auch ruhig für 400 anbieten können. Ja. Aber nette Dreingabe, würde ich sagen. Und das war eigentlich schon mein Resultat dazu. Das, ansonsten ist ja alles gleich geblieben vom Hauptspiel. Das war ziemlich geil. Wisst ihr, oder hoffentlich wisst ihr das. Ja, habt das doch wohl geguckt oder nicht? Egal. Ja. Das war mein Fazit dazu. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr davon haltet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei bei einem anderen Projekt. Bis dann, Leute. Tschüss.